So, dann guten Morgen. Heute kommt erst einmal eine Aufzeichnung, denn meine Internetverbindung hakt heute ein bisschen von der Bandbreite her und ich will nicht, dass es nachher im Live-Video zu erheblichen Problemen kommt. Das Video ist jetzt auch nur zur Ergänzung zum Wochenendvideo zu sehen, denn es werden DAX-Werte und den DAX eben nochmal kurz besprochen. Und zum DAX eben gab es hier die drei Kaufzonen. Ganz kurz erwähnt, hier wurde jetzt erstmal nur eine Buyer gekauft. Hier nach einem Umkehrsignal geschaut im Stundenbasis, das kam nicht. Hier wurde dann eingestiegen an der Trendlinie und nun gab es eben am Freitag die schöne Umkehrkerze. Und heute folgen eben gleich weitere Käufe hinzu, sodass der Xetra DAX jetzt nun ja, bei 9.940 Punkten runter öffnen wird, also direkt über der oder an der Trendlinie. Also soweit hat jetzt hier das Bild seit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, seit 2 Wochen genauso gepasst. Der Chart ist auch von dem Wochenende, vom 25.04. wurde der eben gezeichnet. So, und jetzt eben kurz noch zu dem Future. Hier, das war ja auch die Kaufzone, da gab es eben kein Trendfolgesignal im Stundenchart. Hier wurde dann kurz mal long gehandelt mit erfolgreich und dann eben zurückgestellt. Aber wenn man hier sieht, ja, überhaupt auf, ist ja ein 4-Stunden-Chart, dann sieht man hier, dass diese Gap-Kante hier schon mehr oder weniger auf 4-Stunden-Schlussbasis, auf Tagesbasis, ja, dann gehalten hat, zweimal angelaufen und dann mit einer schönen Kerze folgte dann der Rebound. So, zu den Aktien. Da gab es die Siemens mit guten Zahlen eingestiegen, knapp hier oberhalb, liegt man deutlich im Plus und ja, das Kursziel dürfte hier jetzt dann schneller in der Woche erreicht werden, nicht erst in der nächsten Woche. Vonovia kann sich hier schön halten. Hier kann es immer noch ein abschließendes Low geben. Allerdings überhalb eben dem EMA 200 ist eine Aufwärtsbewegung Richtung 31 Euro wahrscheinlicher als ein Abfall. Die Allianz, wie eben besprochen, das sind jetzt noch alles alte Chartbilder. Hier eine schöne Umkehrkerze, sollte nach oben folgen. Was jetzt hier definitiv für mich einer der schönsten Setups ist in der Woche. Hier wurde bei der BMW das Gap geschlossen. Das Tief hat gehalten. Hier eine Umkehrkerze in der Korrekturzone. Und nun sollte es eben zuerst Richtung 78 gehen. Und dann anschließend dieses Gap bei rund 81 Euro dann schließen. Der Stopp ist natürlich dann hier unten zu nehmen, entweder direkt an dem letzten Tagestief oder eben hier bei 73, 20 oder 30 rum. Dann eben zu SAP, finde ich auch sehr spannend. Kann sie auch eine zweiwellige oder dreiwellige alte Aufwärtsbewegung kommen, also zwei Moves nach oben, wo dann der Abschluss etwa bei 71 Euro stehen könnte, wenn es jetzt hier auch nur eine Gegenbewegung ist, eine kleine. Natürlich ein Kaufsignal kann erst im Prinzip über 72 stattfinden, dann ist der Ausbruch aus dem Abwärtstrend erledigt. Das ist eben sehr spannend. Die Deutsche Post ist ein altes, die Deutsche Telekom ist für mich, trotzdem, dass es jetzt hier eben nicht geklappt hat, aber an diesem Unterstützungsbereich jetzt auch eine Umkehrkerze geformt hat, die Aktie, sollte es eben auch hier mindestens Richtung 15,40 gehen, zum alten Kauflimit. Dann die E.ON-Aktie, auch eine wunderschöne
Ja, Hammerkerze, Doji-Kerze. Kann hier. Oder beziehungsweise sollte hier richtig Kaufdruck jetzt heute entstehen und nicht mehr, ja, im besten Fall nicht mehr unter 8,30 oder auch unter 8,35 zurückfallen. Und noch dann eben zu Daimler. Hier ist es jetzt erstmal jetzt nicht wirklich bestätigt. Hier ist es ein bisschen eher, wenn dann nach unten gefallen. Aber wenn jetzt hier diese drei Kerzen dieses Tief bei 58,50 oder 48 hält, dann, also mit dem Stopp kann man relativ eng setzen, sollte es bis 62 rund gehen und anschließend ja bis 64. So wäre der Plan. Dann schauen wir mal, was der DAX eben jetzt zur Eröffnung macht und wünsche allen eine erfolgreiche Handelswoche.